Da haben wir den Salat in Resident Evil Folge 12. Die Jill ist kaputt. Achso, da muss man. Mach sie doch heil. Ich hab nur ein Messer. Und mein Haarspray. Nee, Erste Hilfe Spray. Ja, wir müssen für Jill einen Impfstoff finden, denn sie wurde in der letzten Episode vom Nemesis angegriffen. Wissen wir eigentlich an der Stelle schon, dass er Nemesis heißt? Vielleicht heißt er ja auch Hannes. Han-Nemesis. Nee, oder? Wir wissen nicht. Ich weiß nicht, haben wir nicht irgendwas gefunden mit dem Nemesis-Protokoll und so, Nemesis-Projekt? Vielleicht habe ich es in einem der 900 anderen Resident Evils irgendwo mal gelesen. Aber wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was das ist und warum uns das so hinterherjagt, oder? Nee, ich glaube nicht. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Ach, das ist für ihn, trifft sich das ja jetzt natürlich ganz gut, ne? Wieso? Na, er kann jetzt hier sich als Samariter ausspielen, aber eigentlich wäre er sowieso in das Krankenhaus gegangen, um quasi da diesen Dr. Bart zu suchen. Ja, man muss manchmal auch, ne, geschenkter Gaul und so. Ja, aber das ist doch für sie, denkt jetzt, oh, hier der Carlos, das ist ein Netter. Scheiße, hätten wir mal hier die Zange nicht weggeschmissen. Hä, hey, die war doch schon verbraucht. Ja, aber das ist ein Scherz gewesen. Der hat ja auch die Jill. Vielleicht kannst du das... Stimmt. I don't got time for this. Ain't nobody got time for that. Warte mal, für die. Die holst du nur die Pistole raus. Scheiße, das ist ein Dritter. Den hinteren noch erwischt. Alter, wie viele... Messer ihn, Messer ihn, Messer ihn. Der hat schon. Ich habe hier den Weghauer, stimmt. Oder hat es den anderen gleich auch ein bisschen beschädigt? Ja, das ist wie Resident Evil 4 mit diesem Drehkick. Den kann ich nicht. Aber irgendwie, die haut halt auf dem Arsch, aber umbringen tut sie auch nicht. Nee, killen tut sie nicht. Immer diese. Ja, schau mal, der hat aber gar nicht zugebissen. Wow, what the fuck? Der hat sich nur beigemogelt. Was ist denn hier los? Ja, okay, ich glaube, das ist das Ende von Carlos. Ich erschieße jetzt mit dem Sturmgewehr, fuck das. Ja, aber nicht so sprayen. Schon ein bisschen doch, zielen. Ich spray jetzt voll. Ja, nicht so. Doch. Einfach auch nur für den Effekt. So wie ich früher bei Max Payne gespielt habe, absichtlich daneben schießen, damit es geile Partikeleffekte gibt. Tyrell, where's Bard now? Gotta be the lab in the back. Stay frosty, I'm on my way. Copy. I'll go on ahead. Jetzt darf man es mitnehmen. Carlos ist kein Multitasker, da kann ich dir von hier Sachen aufheben. Ja, aber ich finde, es ist auch respektvoll gegenüber seinem Anrufer. Ja. Weil wenn du immer fast nur so respektvoll wie die Viecher von. Von dem, wie hieß das auf Prototype. Prototype. Wer das nicht gesehen hat, da haben wir auch ein Let's Play dazu gemacht und die hören auch immer auf, einen anzugreifen, wenn jemand anruft. Das war gut, ey. Gut erzogen. Das ist auch schon 300 Jahre her, ey. Ja. Man kann da nicht gar nicht einfach nur so klicken. Das macht immer Burst Fire. Kann ich das umstellen? Nee. Mann, ey. Das ist ein Verschwende-Billy, ey. Er hat's. Ich dachte gerade, er zieht seine Pistole, ey. Aber ist voll geil, ja. Das ist hin, oder? Ja. Er hat's. I've got time for this. Schnell das an. In den Fuß. Oh nein, da hinten ist wieder aufgestanden.
irgendwie. Denk dann, du hast immer noch den Kicker. Ja, aber irgendwie, der macht ja gar nichts. Ja, aber, also, um die Situation ein bisschen zu verteilen, sage ich jetzt mal. Um die Gegner ein bisschen. Ein Biss geht noch. Zu schieben. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Da liegt so ein geiler Schlapphut. Da noch Shit. Ich hab keinen Bock, ich will jetzt umnieten, Mann. Das ist doch scheiße. Ja, komm, dann nied's um. Aber Ziel halt sauber. Sehr gut. Und jetzt ins Messer. Hast du es hin? Ja, die ist hin. Jetzt aber ganz schön weggehauen. Ich muss übrigens bei Tyrell immer an Blade Runner denken. Wenn er seinen Partner ruft. Ich bin so gespannt, wie dieses Game Master da wird. Von dem Blade Runner Spiel. Ja. Ja. Also wie viel sie da machen können, weil die Figuren sind ja voxelbasiert. Also wenn sie die nicht gerade komplett neu bauen, wird das ein ganz schöner Pixelbrei. Ach. Das hat man damals so gehabt. So, was ist denn hier noch alles? Also, ich kenne jetzt schon einen, der es kaufen wird. Sofort, instant. Wir sind schon einen Raum, haben wir geschafft und das ist jetzt schon die absolute Scheiße. Wir haben die halbe Munition verschossen, halb tot, nichts gekriegt, null Progress. Love it. Na, immerhin so ein Figürchen. Onkel Maskenheini hier, komm. Schön neunmal da daneben geschlagen, ey. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Bard. Please state your business clearly into the intercom. Wir sind auch schon in Corona-Zeiten, dass die Leute da nicht rangehen dürfen. Naja. Das sind die Ärzte, die arbeiten von zu Hause. Ich finde es aber ganz cool, dass sie auch überall Röhrenmonitore und so haben. Also das ist jetzt nicht so das zeitlich quasi falsch machen. Ja, aber das ist doch hier, das ist doch ein Flatscreen. Gab es so große Flatscreens? Ich weiß nicht, ob das ein Fernseher ist. Vielleicht ist das eher so ein, da hängt man dann das ist vielleicht eher sowas, was hinten beleuchtet ist, wo man dann die Röntgensachen ranhängt. Ja. Obwohl hier so ein Empfangsbereich wäre eigentlich blöd. Ja, Herr Schmidt, wir schauen uns mal Ihre Röntgenbilder vor allen Leuten an. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Naja. Was haben Sie sich denn da reingesteckt? Also das gehört da aber nicht. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen Ihr Delirium nicht, deshalb müssen wir Sie in Zwangsjacken stecken und Sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass die Isolationsflügel bereits aus allen Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen, sondern man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Ominous. Es gibt verbotene Türen in Krankenhäusern. Ach. Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? Kann man da eine Kassette rausholen irgendwie? 98 hatte man da schon, waren da Handys schon sehr verbreitet? Nee, ne? Nee, also, das ging gerade so los, oder? Ja. Also hier kann man, glaube ich, erstmal nicht mit interagieren. Ich glaube, du musst wahrscheinlich irgendwo eine Stimme aufnehmen. Eine Stimme aufnehmen, ja. Was liegt hier? Ah, guck mal an hier. Das kenne ich doch hier. Memory. So. Was wir, glaube ich, noch nicht ausgecheckt haben, da gab es auch einen Innenhof, ne? Da haben wir gar nicht geguckt. Wir können nochmal anders von nehmen, weil hier ist nämlich hier ist alles voll. Da will ich jetzt eh nicht. Kommen die jetzt? Not yet.
gucken wir mal zum Innenhof. Also ich weiß nicht, ob es da reingeht, aber ich hätte gedacht, aber dass hier das ein Durchgang kann, glaube ich. Und da liegt auch irgendwas drin, also draußen, also in der Mitte. Ja. Die haben wir da hingelegt. So, ab hier jetzt wieder. Careful. Ich dachte, da wäre eine Tür. Ach, schau mal, da ist eine Waffe. Ja, ah, wir haben aber nicht das richtige Gerät. Das hier. Shit, Jill hat das nur, ne? Ja, ja. Das kriegen wir hier wahrscheinlich auch. Können wir Jill auch, die Sachen klauen? Warte mal, das konnten wir gerade auf ihr Inventar zugreifen? Ich weiß nicht, wie ich das kommentieren will, dass du zu einer bewusstlosen Frau zurückgehen willst und ihr Inventar durchsuchen willst. Kann das nicht gut heißen. Irgendwie sieht das immer so aus wie Putzen. Ich weiß nicht, wie Putzen aussieht. Dementsprechend sieht sie auch aus. Weil da ist nämlich auch noch eine Tür, wo man mit der Haarnadel da was aufkriegen würde. Nö, das ist nur mein eigenes. Das ist auch nicht zum Beispiel hier in der Truhe. Aber warum ist sie denn, warum hat sie denn... Weil sie halt der Gegenstand ist, mit dem man interagieren muss, um mir quasi das Gegenmittel zu geben. Ach so, oder? Ja, ja. Aber ja, das kriegst du, glaube ich, hier alles im Krankenhaus. Ich krieg zwar eh faire Checkpoints, aber... Lieber so. Ja, ich denke auch, dass man das nochmal kriegt, aber... Ich hätte mir durchaus zugetraut, das nicht zu checken und dann das halbe Level über mit zu wenig Sachen rumzulaufen, weil man am Anfang den Dietrich hätte mitnehmen müssen. Ja, ich hätte dir das auch zugetraut. Danke. Ich übernehme jetzt keine Verantwortung mehr für irgendwas. Das hat mir der Präsident der USA vorgemacht. Das muss man nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was hat er jetzt wieder gemacht? Das würde zu weit führen. Ja. So viel Zeit haben wir nicht. Das ist echt wieder der Türstock des Todes, weil die nämlich nicht damit umgehen können, dass wir im Türstock stehen. Wie bei Dead Space. Echt? War das da auch so? Ja, bei Dead Space gab es auch das Affige, dass wenn die kommen, doch bis an den Türstock ran und wenn du über die Schwelle gehst, huschen sie ganz schnell wieder weg, wie in so einem Benny Hill Show-Sketch. Das ist mir nie aufgefallen. Ich gehe nicht bei jedem Türstock, aber es gibt halt manche so Bereiche, die quasi dann der... Schubsi, Nahkampfschubsi. Und jetzt messern. Jetzt weggehen und dann wieder schubsen. Das sind die alten Schulregeln. Und dann packe ich der Größere. Kennt man halt so. Oh, jetzt bist du aber schon sehr verletzt. Jetzt kann ich nämlich endlich guten Gewissens, frohen Mutes wir sind jetzt hier schon wach inzwischen. Zwei. Im Fall nochmal, das ist ja... So, jetzt schnell ran und... Aber sie könnte es haben. Ja, der hat's aber. Was ist der für nette Geräusche, Mann? Voll engagiert. Ach, schau mal, der hat da auch so einen Schrank. Ja, zwei sind gleich. Okay, wem habe ich da noch einen mitgegeben? Dem hier. Der hat schon einen halben Kopf nichts mehr übrig. Sturmgewehrmunition. Dem auch nicht, sag mal. Bei mir war. Wow, wow, wow! Irgendwas ist ja immer. Geh weg und schubs. Wie kann ich denn das da nicht hinhauen? Doch, hast du, standest zu weit weg. No, wow, 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 wow! Er ist da wieder aufgestanden. Hä, die hat es noch gar nicht gehabt. Die hatte ich schon zweimal niedergemessert und erschossen. Wer ist denn das? Jetzt ist aber hier mal unseren, Feierabend, so viel zu unserem neuen Magazin. Oh, Nahkampf! Nochmal! Also irgendwie ist das inconsistent at best. Ich verstehe es auch nicht. Also irgendwie muss man schon im Wanken haben, dass das funktioniert. Wahrscheinlich.
schieße ihr in den Kopf. In den Kopf! Nicht an die Wand. Achso, ich hatte dich akustisch falsch verstanden. Ich dachte, du hast gesagt, schieß ihr an die Wand. Bleibst du unten hier unten bleiben. Ach Manno! Das heute läuft aber nicht gut. Ich muss auch sagen, ich finde das Kampfsystem in dem Spiel mehr als unbefriedigend. Also dieses immer nicht wissen, ob die Zombies es schon haben und dieses, es ist so feedbacklos. Ja. Kein Feedback im Kampf kriegen und Stun-Loops. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Das stimmt. Stun-Loops ist echt das Schlimmste. So, haben wir jetzt. Da hatten wir aber noch nicht alles. Eingang der Notaufnahme, da war noch eine Tür nicht. Ging die noch auf? Da ja, das ist doch wieder so ein Kartenlesegerät. Aber du hast eine Karte dabei, oder? Nee, das waren die von den Stars aus der Polizei. Aber es lag doch so eine ID-Karte in der Kiste. Die hast du, glaube ich, nicht mitgenommen. Nee, das war die von den Stars. Da war schon dieses Mülleimer-Symbol dabei. Also das hätte man eigentlich wegschmeißen können. Ach so. Also hier geht es auf jeden Fall nach oben. Hier gibt es was zu essen. Oh, geil. Ich habe wieder Hunger. Niemand. Was ist hier? Geht niemand. Das ist bestimmt auf der anderen Seite so ein komisches Schloss vor. Dann geh mal die Treppe hoch. Hoch, habe ich gesagt. Alter. Der hat keinen Kopf mehr. Deswegen hat es auch so ein metallisches Geräusch gemacht. Na, das ist halt, ich habe auf diese Kante, auf diese metallische geschossen. Ach so. Weil da kein Kopf mehr war. Runtergefallen ist oder so. Nee, nee. Da hat es ein Geräusch gemacht. Ich könnte auch mal einer sauber machen. Ja, die machen halt so sauber, wie ich das vorhin mir erklärt habe. Schön mit dem Messer alles verrühren. Okay. Schau mal, wir haben hier noch. Könnt ihr das sprayen? Schade, dass es kein so ein. Oh, dass kein so ein direkten Messer in den Kopf Angriff gibt. Echt. Das ist so nervig. Und auch, dass ich jetzt die Tür nicht so kicken kann. Was wäre denn jetzt? Wo war denn das mit dem Türkicken? Das gab's doch auch also im Serienteil. Das ist ja rechts und links. Messer jemand mal kurz. Nicht für alle Fälle. Aber jetzt hat er doch irgendwie so geschrien, als wäre er tot. Nee, das ist glaube ich. Ich glaube, das haut ihn nur so weg. Aber jetzt ist er tot. Eine Sauerei, ich sag's. Du kannst sie damit nicht killen. Ich meine, man killt ja auch keinen, wenn man jemanden mal ein bisschen schubst. Müsste Ezio ja ein Massenmörder sein. Ja gut, ist er auch so, aber noch massiger. Da liegt bestimmt was auf den Betten. Tatsache. Ich kenne doch meine Betten. Oh, ein Plan. Geländeplan. Sehr gut. Aktenraum, Belegschaftsraum, Behandlungszimmer, Schwesternstation, Krankenzimmer, Wäschekammer. Okay. Oh, hier wieder schön geklimpert, dass man. Ah ja, Sturmgewehr, Munition, bisschen grünes Kraut dazu, kombinieren, reines Gesicht. Da lag noch was? Pflegertagebuch, 27. September, zwei Tage später, oder? Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber
was? Musitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion, haben alle Antiseptika ausprobiert, immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es alle Mann an Bord, wir müssen das Chaos eindämmen. Hits a little too close to home. the timing. Hm. So, aber du hast uns ja erklärt, dass du sowas willst. Ja, genau. Das habe ich gemeint. So muss man das... Nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Sätze aus dem Kontext ziehen. Ich wollte, dass es nur noch Spiele gibt, wo es darum geht, dass möglichst reale Sachen dauernd einem aufs Brot geschmiert werden. Schau mal, das ist hier nur diese ID-Karte mit dem Mülleimer. Ja, du hast vollkommen recht. Die braucht's nicht. Ich verzeihe dir... Ich weiß noch nicht wofür, aber ich... prophylaktisch. Wir haben es mal wieder bis zu einer Schreibmaschine geschafft. Das heißt, in der nächsten Episode erkunden wir das Krankenhaus weiter. Bis dann. Tschüss. Ciao.